ihr Schwarzmaler. Schnüffelt am Kunstmaterial ist heute nicht. Dafür schnupper ich aber in ein völlig neues Kunstthema rein. Kann ich bei dir mitmachen? Ich habe auch eine Maske. Nein! Ich habe für dieses Projekt gesägt, gebohrt, modelliert, gemalt und Epoxidharz gegossen, um einen mystischen Koi-Karpfenteich aus Avatar, der Herr der Elemente, zu basteln. Vieles davon habe ich vorher noch nie gemacht und dementsprechend viel ist auch schiefgelaufen. Den Epoxidharzteich wollte ich in so eine schöne, natürliche, massive Holzscheibe mit Rinde eingießen. Das Problem war nur, das Ding ist massiv. Und für einen Teich musst du erstmal ein Loch ausheben. Und wo findest du bitte so einen kleinen Bagger? Ich kann das! Elfi, so wird das nix! Oh, verdammt! Im Idealfall fräst man das Loch einfach raus. Ja, aber ich habe keine Fräse. Ich könnte es aber auch raussägen. Damit habe ich ja beim Pokémon-Karten-Video schon die besten Ergebnisse erzielt. Und so oder so ähnlich ist es auch hier abgelaufen. Ich habe mir eine Stichsäge geliehen und ja. Ich hatte schon vor dem Ansetzen so meine Bedenken, ob das Holz einen Tacken zu dick sein könnte für das kleine Sägeblatt. Ja. Das Teil hatte mich dann auch voll im Griff und nicht andersrum, wie es hätte sein sollen. Ich will euch keine Angst machen, aber nach dem wilden Rodeo-Ritt bin ich mir sicher, dass das Teil vom Teufel besessen ist. Andy wollte dann auch noch ran, nachdem er sich über meine Unfähigkeit amüsiert hat und hat das Sägeblatt nach ein paar Zentimetern smoother Holzkunst-Action schön zum Kokeln gebracht. Karma, mein Freund, Karma. So, aber jetzt mal Real Talk. Ich hatte kein anderes Sägeblatt und keine Übung im Umgang mit der Stichsäge und wollte auch mit meinem Projekt weiterkommen. Deshalb habe ich nach einer anderen Lösung gesucht, wie ich das große Loch in die kleine Holzscheibe bekomme. Und dann fiel mir ein Skill aus dem Kindergarten ein. Ja, prickeln. Nur anstatt einer Nadel nehme ich hier einen Holzbohrer. Ich habe Stück für Stück das Holz perforiert, indem ich Loch an Loch gesetzt habe. Zwischen zwei Löchern habe ich allerdings immer einen kleinen Abstand lassen müssen, um noch genügend Grip mit dem Bohrer zu haben und nicht ständig abzurutschen. Jetzt musste ich natürlich noch die kleinen stehen gebliebenen Stege durchtrennen und dafür habe ich dann einfach den Bohrer schräg angesetzt. Als ich gerade so richtig im Flow war, gab es auch dieses holztypische Knacksen und statt einem Ring hatte ich plötzlich zwei Sicheln in der Hand. Naja, was soll's, wird am Ende eh mit Epoxid aufgefüllt, von daher sollte das nachher keine Rolle spielen. Aber alles hat seinen Vorteil. Ich wollte das Ganze noch abschleifen und dadurch, dass ich jetzt zwei Teile hatte, war es dann natürlich auch viel einfacher mit dem Schleifblock auf der Innenseite rumzuhantieren. Und dann habe ich es einfach noch mehr kaputt gemacht, einfach weil ich so social awkward bin. Wir hatten an dem Tag einen total lieben Handwerker da, der sich zufällig in dem Moment verabschieden wollte, als ich gerade mit der Schleifarbeit fertig war und mit den zwei Holzsicheln in der Hand dastand. Und ja, er hat also Tschüss gesagt und uns ein schönes Wochenende gewünscht. Und was macht mein Hirn mit dieser außergewöhnlichen Situation? Sag ich jetzt Ihnen auch? Dir auch? Siezen oder duzen? Wenn ich sie sag, denkt er, ich halte mich für was Besseres. Wenn ich du sag, ist es übergriffig. Und Tito ist ein Pokémon. Und dann ist das passiert. Tschüss! Oh, verdammt! Also hatte ich dann aus zwei Teilen drei gemacht. Aber naja, ich hatte ja Holzleim da und habe die Teile dann wieder zu einem schönen Ring zusammengeklebt. Im nächsten Schritt wollte ich die Kois für meinen Teich modellieren. Damit ich die Größe besser einschätzen konnte, habe ich mir erstmal eine Skizze für die beiden Kois gemacht. Und dann war wieder Fimo-Action angesagt. In der Serie Avatar, für die, die sie nicht gesehen haben, stellen die beiden Fische die Geister des Mondes und des Ozeans dar. Sie erinnern an das Yin-Yang-Symbol, das zeigen soll, dass sich Gegensätze in der Natur nicht bekämpfen, sondern ergänzen sollen. Ohne Tag gibt's keine Nacht, ohne Ebbe keine Flut, ohne Sonne keinen Regen und so weiter. Im Optimalfall ist also alles im Gleichgewicht. Also musste ein Fisch schwarz und der andere weiß werden. Für den schwarzen Fisch habe ich selbstverständlich weißes Fimo benutzt, denn im Inneren ist er rein und ein wenig vom Tag ist auch in der Nacht. Ja, ist natürlich kompletter Schwachsinn. Ich hatte einfach kein schwarzes Fimo mehr da, also habe ich das Weiße genommen, weil später anpinseln geht bei Fimo immer. Für den weißen Koi habe ich selbstverständlich kein Weiß genommen. Da habe ich Modelliermasse mit Opaleffekt genommen. Die hat so holofunkelnde Glitzerstückchen drin. Mein Herz macht einen Hüpfer. Glitzer!
ich wollte die Schuppen der Fische möglichst schuppig darstellen. Ich dachte so, ich bin total clever, wenn ich mir so eine Texturrolle als Stempel für die Schuppen bastel, anstatt sie alle einzeln in die Fische einzugravieren. Also habe ich aus einem anderen Stück Fimo eine Rolle gemacht und dann da alle Schuppen einzeln eingraviert. Die kann man dann zum Aushärten in den Backofen stellen und siehe da, das hat auch ziemlich gut funktioniert. Allerdings muss ich sagen, dass ich in die filigranen Windungen der Fischkörper mit der Rolle nicht so gut reingekommen bin. Deswegen überlege ich gerade, ob ich mir beim nächsten Mal anstatt einer Texturrolle eher sowas wie eine Texturkugel basteln soll. Nachdem ich die Fische inklusive Flossen fertig modelliert hatte, kamen auch die in den Ofen und kamen so wieder raus. Spaß. Die ausgehärteten Fische wollte ich dann bemalen. Und angefangen habe ich mit dem hellen. Und das war schon wieder so ein Act. Oder vielmehr, ich habe einen Act draus gemacht. Ich wollte die Fische so ein bisschen arty-comic-mäßig aussehen lassen. Halt wie ein Avatar. Jo, das ist mir mal so gar nicht gelungen. Ich war damit absolut unzufrieden, weil... Kennt ihr dieses Billigspielzeug, das man auf Jahrmärkten an Schießbuden zu total überteuerten Preisen gewinnen kann? Ich meine diese Teile, die so richtig schäbig angesprüht sind und im Hintergrund auf der Säule vom Autoscooter-Fahrgeschäft lächelt euch noch eine furchtbar schielende Airbrush-Madonna mit einer bunten 90er-Jahre-Trollfrisur an. Ich denke, ihr versteht, auf welches Szenario ich hier anspiele. Naja, jedenfalls hat mich der Fisch an genau dieses Kirmesspielzeug erinnert. Also habe ich alles radikal mit Weiß überpinselt. Ja, ich habe den weißen Fisch schwarz überpinselt und dann den weißen Fisch weiß. Ich weiß auch nicht, was mit mir verkehrt ist. Das Weiß überpinseln habe ich dann instant bereut und versucht, alles wieder abzuwaschen. Ja, wasch mal wasserfeste Acrylfarbe von einem Fimo-Koi ab. Ich habe es tatsächlich geschafft, allerdings nur mit Hilfe meines Skalpells. Und happy little accident sei Dank. Das Ergebnis hat mir dann sogar ziemlich gut gefallen. Durch das Abkratzen der Farbe ist so eine schimmernde Textur entstanden, die den Schuppen ziemlich nahe gekommen ist. Ich habe es dann aber nochmal ein bisschen ausgebessert und sowohl beim weißen als auch beim schwarzen Fisch noch ein paar weitere Details aufgepinselt. Inklusive dem Punkt auf der Stirn. Und der spannendste Teil kam jetzt. Endlich durfte ich mit dem Epoxidharzgießen anfangen. An der Stelle muss ich aber ein ganz großes Dankeschön loswerden. Und zwar an die Firma Epodex, die das Video hier überhaupt möglich gemacht hat. Sie haben mir nämlich das ganze Epoxidharz, die Farben, Pigmente und sämtlichen Kram zur Verarbeitung wie Isolierband, Messbecher, Trennmittelspray, Rührstäbchen und Handschuhe zur Verfügung gestellt. Schaut gerne mal bei Epodex im Shop vorbei, wenn ihr selbst mit Epoxidharz kreativ werden wollt. Die haben nicht nur eine riesige Auswahl an Harzen und Farben, sondern auch, und das finde ich persönlich besonders cool, ganz viele leicht verständliche Videotutorials auf ihrer Seite, die mir bei meinem Projekt hier total weitergeholfen haben. Den Link dazu sowie das ganze verwendete Material packe ich euch wie immer unten in die Infobox. Ich habe es euch im Pokémon-Karten-Video ja schon angekündigt. Mit der zerschnittenen Plexiglasscheibe hatte ich noch was vor. Und zwar sollte die mit als Untergrund für meine Epoxidgießerei dienen. Man muss bei Epoxidharz immer aufpassen, dass sich das Harz nicht mit dem Untergrund oder der Gussform verbindet. Bei mir sollte ja nur das Innere der Holzscheibe aufgefüllt werden. Dafür habe ich von Epodex dieses Trennklebeband bekommen, das ich auf die Plexiglasscheibe geklebt habe und dann zusätzlich noch mit Trennmittelspray eingesprüht habe. Dann war es Zeit für die Schutzkleidung. Naja, eigentlich nur eine Schutzmaske und Handschuhe. Die Maske ist übrigens sponsert bei my dad. Vielen Dank dafür! Mir war von Anfang an klar, dass das flüssige Harz wahrscheinlich unter den Holzring laufen wird, wenn ich es nicht davon abhalte. Das hätte aber bedeutet, dass ich Silikon zum Abdichten unter das Holz hätte schmieren müssen. Und ja, das hätte furchtbar ausgesehen und es war mir auch ehrlich gesagt zu blöd, weil das Ganze dann nicht mehr in Waage gelegen hätte und das Harz dann eventuell schief im Ring getrocknet wäre. Darum habe ich mich dafür entschieden, mit Heißkleber einfach so einen magischen Bannkreis um die Scheibe zu ziehen, an dem das Harz einfach abprallt. Und dann konnte ich endlich mit dem aufregenden Teil starten. Ich habe Epoxidharz mit dem Härter vermischt und gehofft, dass ich nichts falsch mache. Mit respektvoller Zurückhaltung habe ich auch mit ein paar Tropfen grüner Farbe experimentiert. Weil ich mir aber echt nicht sicher war, ob und wie sehr die Farbe beim Aushärten noch nachdunkelt, habe ich wirklich nur ein paar Tropfen beigemischt und dann das Ganze ordentlich umgerührt. Zuerst habe ich die inneren Ränder vom Holzring mit Epoxid eingepinselt, um das Holz zu versiegeln. Danach habe ich dann eine dünne erste Schicht in den Holzring gegossen.
Ich hatte es ja schon vermutet. Das Harz ist langsam aber sicher unter dem Ring durchgesickert. Wurde dann aber von meinem Heißkleberbandkreis gestoppt. Wieder mal ein Problem für Zukunfts-Sarah, die das ganz sicher irgendwie fixen wird. Und dann kam der für mich schlimmste Teil. Warten, bis das Harz getrocknet ist. Und das sollte ganze 72 Stunden dauern. So, 48 Stunden sind jetzt um. Ich wollte mal nachschauen, was die Schicht so macht. Und wie ihr seht, das ist schon getrocknet. Jetzt noch so ein Rest in dem Mixbecher übrig geblieben. Und der lässt sich einfach super gut auslösen. Und ich bin gerade richtig happy, wie klar das geworden ist. Da sind keine Blubberbläschen, gar nichts drin. Und auch mein eigentliches Teil sieht richtig gut aus. Keine Bobbel, gar nichts. Hier ist es ein bisschen rausgelaufen. Aber das war mir schon klar. Ich glaube, ich habe da irgendwo nicht, habe ich da nicht ganz dicht geklebt. Und ich werde jetzt mit dem Heißkleber noch ein bisschen hier diese Lücken füllen, damit bei der nächsten Schicht nicht noch mehr rausschwappt, rausläuft. Bei der zweiten Schicht war ich dann schon etwas mutiger und habe gleich ein bisschen mehr Harz zusammengemischt, wieder alles ordentlich umgerührt, bis alle Schlieren verschwunden waren und habe es dann über die erste Schicht gegossen. Dann habe ich mir wieder das kleine Fläschchen mit der hübschen grünen Farbe geschnappt und habe damit den Rand mit vielen kleinen Tröpfchen dekoriert. Mit einem Zahnstocher habe ich die Farbe ein bisschen verteilt und weil Wasser nicht nur moosig grün ist, habe ich auch noch das türkise Fläschchen aufgepiekst und auch damit das Teichwasser to be eingefärbt. Wenn man will, dass die Farben oder Pigmente an Ort und Stelle bleiben und sich im Laufe der Trocknungszeit nicht noch verändern, dann sollte man es erst einfärben, wenn das Harz anfängt zu gelieren. Warten ist wie gesagt echt nicht meine Stärke und irgendwie wollte ich auch wissen, was passiert, wenn ich den Gelierzeitpunkt nicht abwarte. Und abgesehen von der ganzen Warterei kann ich euch nicht sagen, wie viel Spaß ich bei dem ganzen Projekt hatte. Epoxidharz ist einfach so unfassbar faszinierend und es macht so unglaublich viel Bock, dass ihr mir jetzt unbedingt in die Kommentare schreiben müsst, was ihr sonst noch alles in Epoxy tauchen soll. Und weil das gerade so einen Spaß gemacht hat, habe ich auch gleich ein bisschen von dem Glow-in-the-Dark-Pigment in die Mitte gemischt, um das Mondlicht anzudeuten, das sich im Wasser spiegelt. Und das Gemisch habe ich dann seinem Schicksal überlassen. 2000 Jahre später. Gut, diesmal habe ich nur 48 Stunden gewartet und das hat auch gereicht. Je mehr Epoxid man anmischt, umso schneller härtet es aus. Das ist zumindest bei meinem Epoxidharz so. Für die finale dicke Schicht habe ich natürlich nochmal mehr Harz angemischt. Diesmal aber ohne Farbe, weil das Wasser an der Oberfläche schön klar wie so ein kühl erfrischender Bergsee aussehen sollte. Die Kois habe ich dann in die Mitte gesetzt und ein bisschen mit der Anordnung gespielt, bis sie mir gefallen hat. Und dann habe ich die Kois vollständig unter Wasser gesetzt. Allerdings habe ich das Epoxid absichtlich nicht bis zum oberen Rand gefüllt, damit der Teich etwas authentischer wirkt. So, und dann wollte ich noch ein magisches Happening. Dafür hieß es dann, Tütchen auf, drüber, fertig. Ich habe mir von Epodex nämlich auch so hübsche Perlmuttpigmente gewünscht, weil die nämlich so unfassbar cool glitzern, wenn man nur ein klitzekleines Mini-Müh davon untermischt. Um die Gegensätze noch ein bisschen hervorzuheben, habe ich bei dem schwarzen Keulen noch etwas Violett untergemischt. Damit diese unschönen Flecken verschwinden, die ihr da sehen könnt, habe ich noch etwas Epoxidharz auf den Holzrand gegeben. Und dann hieß es wieder warten. Wie lange dauert das denn noch? Dann kann man endlich in den Pool schwimmen. Aber Elfie, das wird doch kein Pool, in dem du schwimmen kannst. Was? Oh, verdammt! Bevor der Pool fertig war, musste ich mich aber noch um den übergelaufenen Rand vom ersten Gießvorgang kümmern. Den habe ich mit Kneifzange und Japansäge bearbeitet, die Unterseite von meinem Koi-Pool-Teich abgeschliffen und poliert und hier ist das Ergebnis. Obwohl es nicht perfekt geworden ist, bin ich richtig happy mit dem Ergebnis. Ich könnte sofort mit dem nächsten Resin-Projekt starten. Muss ich vielleicht auch. Denn das Projekt hier hat insgesamt 3 Wochen Zeit beansprucht. In noch mehr kreative Videos könnt ihr hier eintauchen. Ciao und bis bald!